Man ist früh wie gerädert. Man denkt, man hat überhaupt nicht geschlafen. Das sind manchmal die Wochen, wo man auch wirklich Angst hat, über den Tag zu kommen. Das habe ich über sehr viele Jahre leider erleben müssen. Ich bin Martina, bin 63 Jahre alt und ich bin Geschäftsstellenleiterin bei einer Versicherung. Das mache ich sehr gerne und das auch schon über 20 Jahre. Ich gehe sehr gerne essen und sportlich bin ich auch sehr aktiv. Das ist so mein Ausgleich, die Natur mit dem Sport zu verbinden, das ist was Wunderbares. Innere Unruhe, was bedeutet das für mich oder was macht es mit mir? Das ist ein Gefühl, was man manchmal gar nicht so ausdrücken kann. Nervosität, ein Gefühl, nicht angekommen zu sein, sich nicht richtig gesund fühlen auch. Man spürt den Körper, dass er nicht im Reinen mit einem selbst ist. So empfinde ich das, wenn ich unruhig bin. Und wenn man dann auch Existenzängste hat, wenn man nicht weiß, wie geht es weiter, wie kann man sein Leben wieder neu gestalten und neu bestreiten. Das ist so ein Punkt, was auch über einen längeren Zeitraum ging. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann ja von Glück reden, dass ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch momentan wieder bin. Schlafstörung bei mir ganz speziell, das ist nicht gut einschlafen können. Gedanken, die einen im Kopf umhergehen, dass man eigentlich müde ist und man legt sich hin und man findet die Ruhe nicht. Und man kann die Augen zumachen, aber man schläft nicht. Man schläft dann mal ein und wird wieder wach. Auch da gehen wieder die gleichen Gedanken, die man hatte, durch den Kopf. Und man findet nicht die Ruhe und man ist früh wie gerädert. Man steht auf und denkt, man hat überhaupt nicht geschlafen. Und das wiederholt sich. Das ist nicht nur der Tag, das sind manchmal die Wochen, wo man nicht gut schläft, wo man sehr unruhig aufsteht, wo man auch wirklich Angst hat, über den Tag zu kommen. Und man ist dann hektischer, man ist nicht ganz so konzentriert. Vielleicht ist man auch etwas ungeduldiger am Telefon. Ich habe ja auch einen Telefonjob in meiner Tätigkeit. Und dann merke ich auch, dann muss ich halt ein bisschen runterfahren. Und auch der Ton ist dann manchmal ein anderer, nicht immer so positiv. Und das muss man dann wieder lernen, dass man dann zu sich findet. Und das kann ich mittlerweile ganz gut hier. Mir hilft, dass ich mir gesagt habe, ich lebe nur noch schön. Und schön bedeutet für mich nicht Oberflächlichkeit, sondern das bedeutet für mich, dass ich den Tag und die Stunden richtig nutze. Und nicht nur für mich, sondern auch mit Menschen, die mir was Gutes tun. Und das habe ich mit den Jahren wirklich sehr wertgeschätzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich setze mir Grenzen und ich verbringe die Zeit nur noch mit Dingen und mit Menschen, die mich weiterbringen und wo ich so sein kann, wie ich bin. Und das hilft mir sehr. Und das ist bewusst, dankbar zu sein, dankbar, wie der Ist-Stand jetzt momentan ist und überhaupt, wie ich mein Leben gestaltet habe. Meine Freundin hat mir Nervurigen empfohlen. Wenn ich solche stressigen Phasen habe, gerade im Job und die Pflege meiner Eltern, dann unterstützt mich das sehr, dass ich Nervurigen nehme. Und es macht mich ausgeglichener. Ich bin entspannter. Und das tut sehr gut, um wieder konzentriert zu arbeiten. Das ist ein Präparat ohne Nebenwirkungen. Man ist wirklich nicht down. Also man hat auch nicht irgendwo so einen Hangover-Effekt. Es ist sehr unterstützend. Es ist sehr stabilisierend. Ich habe einen ganz anderen Elan. Und das ist was Wunderbares, wenn der Körper wieder eins ist mit dem Geist und wenn man spürt, dass man wirklich Freude auch hat, Freude am Leben. Das ist ganz wichtig und das mag ich sehr.